Na, kommt her. Du kleiner Knödelfotzenknilch. Ah, du Hasenknittelschnupperer, was ist los? Dachtest wohl, du könntest dem Graf hier an die Eier gehen. Na los, Großer! Ich glaube, das war ein bisschen overpowered. Ist hier jetzt endlich Ruhe. Super. So, für den Notfall hole ich mir doch meine Minen wieder zurück. Alle, auch die unten. Weil die Minen sind doch super. Hauptsache, der ist tot. Immer schön, wenn die wenn ein Resi die Köpfe explodieren. Ja, das stimmt. Das hat mir bei Vierer auch sehr gut gefallen, obwohl das nicht immer eine gute Idee war. Im Übrigen habe ich auch später erst herausgefunden, dass die Las Plagas theoretisch empfindlich auf Licht reagieren. Ja, komm, ist egal, was da liegt, ist mir wurscht. Aber hier fehlt noch was in der Festung. Das geht mir jetzt ein bisschen auf den Zeiger. Na, ich bin im Keller. Was, wenn du den Las Plagas den Kopf abgesäbelt hast und die irgendwelche Tentakel daraus hängen lassen, so da eine Blendgranate werfen musst? Weil ich hab den. Mich raten, es ist bestimmt da oben irgendwas. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich gucke mich da lieber nochmal um. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass wenn die Viecher da irgendwas raushängen lassen, so einfach eine Blendgranate werfen, dann ist der Käse gegessen. Und das Problem lag einfach daran, dass die so schweinebillig sind, die Blendgranaten. Und sonst fast keinen Schaden machen. Die nicht mal einen Rabe können sie killen. Dementsprechend habe ich denen auch einfach keine Beachtung geschenkt. Habe ich hier nicht was blinken sehen? Nö. Gut, er kommt drauf geschissen jetzt. Und ja, wie gesagt, keine Beachtung geschenkt. Dann könnte ich das auch noch mitnehmen. Es gab jetzt gut Kohle. Und dementsprechend. Ich habe nur noch Blendgranaten, ne? Nee. Blendgeschoss und noch genug Explosivgeschosse. Und ja, das war eigentlich ganz lustig, weil wenn denen nämlich die Viecher. Die haben. Sag's mal so, wenn die. Nämlich was. Wenn denen was aus dem Hals gewachsen ist oder was weiß ich. Haben die nämlich Munition gefressen ohne Ende. Und dann legst du einfach so, hast du, wenn du da so 3, 4 von denen vor dir hast, dann kannst du da schon mal die Wumme auspacken und ein bisschen auspacken. Hey Ritter! Hier fehlt da was! Und auf jeden Fall, also wollte ich sagen, es ist einfach eine Blendgranate geworfen, sind die alle direkt down gegangen. Seitdem ich das wusste, habe ich in dem Resident Evil 4 so viel Muni gespart. So, erstmal gucken, wie viel Munition habe ich denn? Ich habe nicht kaum Pistolenmuni.
Ich habe kaum Pistolenmunition. Das gefiel mir nicht. Habe ich jetzt mal schnell geändert. Explosivgeschosse sind mein Freund. Weiß nicht, ob ich da rein will. Fuck. Kann ich da nicht so einem... Oh, weißt du, was geil wäre, Tui? Bei aller Freundschaft. Da nochmal rein und einfach zwei, drei Napalm-Raketen reinschießen oder so. Aber so zwei, drei Napalm-Bomben. Der Orden des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Die Orde des Königs erreicht. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesen Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch der Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her? Und wo, der oder die Erbauer, ernsthaft, wo kamen denn die Erbauer her? Und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Glaube ich dir. Weißt du, einfach mal so eine Napalm-Rakete und fertig. Realistisch gesehen wäre es wohl am einfachsten eine Atombombe. Ja, wie gesagt, wir müssen ja unsere Tochter irgendwie schon finden, also dementsprechend kannst du ja nicht alles Atom verseuchen. Aber Napalm, das brennt nieder. Das ist immer eine ganz gute Alternative. Vor allem verseucht es die Gebiete nicht so extrem, dass du es in 500 Jahren nicht mehr benutzen kannst. Ich will da nicht runter, das sieht so nach... Das ist nicht gut. Yo. Da brauchen wir ein bisschen. Na, Alter, die Minen! Leck mich doch. Die Minen! Meiner Gesundheit geht's gut. Die Minen waren der Hammer. Warum habe ich so viel Leben? Gut, ich habe viel Explosivgeschosse reingesetzt, aber... Der hat richtig gefressen. Jetzt weiß ich, warum ich so gut ausgerüstet wurde. Hier gibt es bestimmt noch was. Boah. Okay.
Aber gut, es war natürlich einer von den Bossen. Die Minen sind 4 bis 5, 6. Die Minen sind die 5 bis 6 Werferschüsse. Ja, der, also wie gesagt, der hat richtig gut gefressen. Das muss man einfach lassen. Ja, ich mache mir trotzdem noch meine Gesundheit. Ich glaube nicht, dass das was geholfen hat, aber er hat mich theoretisch zweimal getroffen. Es gefällt mir nur nicht, dass wir jetzt diese Dingsbums nehmen. Gut, auf der anderen Seite, ich hätte das nehmen können, ne? Ich glaube, das wäre eine richtig gute Alternative geworden. Wir haben bis jetzt die Magnum nicht einmal wirklich benutzt. Also theoretisch schon, aber... Von daher dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir natürlich sehr viel... Großer Kristall, den nimmst du mit, weißt du? Ich sag ganz ehrlich, ich würde hier eine Spitzhacke mitnehmen. Ich würde hier so viel mitnehmen von dem Zeug. Gut, das war's, immerhin. So, Schatz unter der Festung. Und dann kommen wir hier wieder raus. Also es sieht so langsam. Hier war ich doch schon mal. Haben wir jetzt gerade gesehen, wie sie das was? Baby auseinandergerissen haben? Du hast was drauf, Winters. Justin noch da? Kai, bist du noch da? Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Kurbeltorso, Dingsbums, Foto eines seltenen Tiers.
Seltsame Vogelschatzkarte, Familienfoto, nein, das ist wichtiges. Kristallfragment, großer Kristall, Vilanit, Gold, Gelbquarz, kristallener Schädel. Boah, wir können hier jetzt so viel Zeug verkaufen. Silberner Ring, ein antiker Teller aus dem Besitz der Guillemots, einem der vier Gründer, sehr wertvoll. Warum leuchten? Achso, das sind Leuchtlampen. Ich dachte schon, warum leuchten die Eier? Gut, hier gibt es sowieso nichts mehr. Okay. Das erinnert mich an Resident Evil 4. Kurz bevor wir, vom See, kurz vor dem ersten Gigantos. Boah, ich hätte ja schon nochmal Lust auf eine Runde. Hier geht's nach oben, hier geht's runter. Kadu-Implantation Probanden. Merkmale 21, männlich Silberschmied, Narben von einer Lungenentzündung. Ergebnisse: geringe Kompatibilität. Kadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers beeinträchtigt. Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Lykans. Auf die Weide geschickt. Merkmale 21, weiblich. Keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung. Ergebnisse: Tod. Merkmale 4 Alkina D. Heißt die so? Heißt die so? Merkmale 44 weiblich. Nachkomme aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit. Kann es sein, dass die vorher schon Vampir gewesen ist? Die Alkina Dimitrescu. Sehr gute Kompatibilität, kein Wahrnehmungsverlust, kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahme zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Aha, jetzt will ich aber nochmal ganz kurz ins Bad. Dass die vorher vielleicht schon Vampir gewesen ist und deswegen irgendwie der Pilz nicht so eine starke Auswirkung hatte oder so. Das wäre natürlich eine Erklärung. Na gut. Oh, irgendwie habe ich in der letzten Zeit so richtig wenig Hunger. Ich meine, was habe ich heute gegessen? Ich habe mir heute einen Döner-Teller mit Pommes geholt. Und habe ein bisschen Fleisch davon gegessen.
Interessant. Alcina. Es war doch irgendwie klar, dass die kommen. Oder nicht? War mir irgendwie klar. Ich bin hier aber immer noch nicht durch. Foto eines Geisterfischs. Was ist denn ein Geisterfisch? Ach, weißt du, was ist mir auch Schnuppe? Alcina Dimitrescu heißt sie also. So, so, Mädel. Kann ihre Form nach Belieben ändern. Verstehe. Eine vererbte Blutkrankheit. Mhm. Nee, der Geisterfisch ist mir scheißegal. Lol. Wir müssen sowieso zum Altar. Hier ist noch was. Ich habe keine Lust, mich mit dir rumzuärgern. Du Lümmel. Alter, der hat viel zu viel, also Scharfschussgewehr. Das sind also die Werwölfe. I understand. Da ist noch irgendwas drin. Aber wie komme ich denn da hin? Dumm ist das denn? Da gar nicht rein. Das ist ja scheiße. Weiß nicht, ob der Pfeil in sich hat. Wieso gerade zu viel? Dingsbums. Skyrim. Warum komme ich da nicht raus? Ich kann dieses Anwesen scheinbar betreten, aber warum? Geht das nicht? Warum komme ich mir so verarscht vor? Oh Mann. So.
Ich hätte mir Reis nehmen sollen, anstatt Pommes. Kannst du mir nicht so mal warm machen. Ich weiß nicht, ob der Justin noch da ist oder ob der eingeschlafen ist. Wäre natürlich sehr schade. Wenn wir das heute durchpetzen. Das Spiel. Das lässt mich hier echt nicht los, ne? Dieser Shit hier lässt echt nicht locker. Warum ist hier was Rotes? Warum ist das rot? Hier ist doch nichts mehr. Also ich habe jetzt hier Scheiben kaputt gemacht, aber das war's. Also kann ich mir nicht vorstellen, wenn da was drin gewesen wäre. Das wäre natürlich so ein richtiger Facepalm gewesen, aber irgendwie... Valkyrenstatue wird durchsucht, vollständig erkundet, aber... Ist ja nicht mal so, als könnte ich hier irgendwas aufmachen oder so. Ich kann doch nicht springen. Lass dich mal Google nutzen. Ich habe keine Ahnung. Nee, das Haus hat leider keinen Namen auf der Karte. Ich würde sagen, das Haus westlich von der Walkürenstatue. Ich bin auf jeden Fall
Irgendwas muss doch hier noch sein. Wenn es hier wenigstens ein grünes Kraut wäre oder so, aber... Ich bin hier irgendwie... ratlos. Die Kerzen sind alle an, bis auf die hier. Nicht alle Kerzen sind an. Aber... Nö, keine Ahnung. Bin ich überfragt. Na gut, drauf geschissen. Wenn die das zu sehr verstecken... Dann ist das schwierig. Schwer danach zu suchen. Gerade so finde ich nichts. Ja, so ist es. Ach, schade. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Ich wollte es mal testen. Ich sehe dir auch meine neuen Waren an. Du hast doch nur den hier, den habe ich doch schon. Beziehungsweise der ist jetzt nicht unbedingt so super. Danke für deine Treue. 180. Willkommen. So, 2, 3, 4. Das kann verkauft werden. Gelbquarz können auch alle verkauft werden. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Aha! Weißt du was? Komm drauf geschissen, weg mit dem Ring. Zu hungern heißt zu leben. Bin ich ganz sicher. Ich glaube, ich sollte die Munition einfach von ihm doch kaufen. Dass dich das interessieren würde. Ausgezeichnete Wahl. Ich bin aber noch nicht durch mit den Waffen-Upgrades. Also ist jetzt die Frage, sind wir wirklich am Ende angelangt oder sind wir einfach nur gerade extrem... Nähern wir uns wirklich langsam dem Ende oder... Danke für deine Treue! Weich doch nochmal ab. Ich habe so das Gefühl, wir kriegen sowieso genug Kohle. Wie kannst du nur? Wie kann ich denn nicht? Was? Ist mir schon klar. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Alter, 200. Sie ist als Investition, Ethan. 231.000 Lays habe ich und ich weiß nicht, wohin mit dem Kram. Fertig? Hast du auch nichts vergessen? Ich speichere trotzdem nochmal ab. Haben wir jetzt den Kelch der Giganten? So.
weiß nicht, ob ich den Kelch der Giganten abgeben möchte. Was war das? Das war nichts Gutes. Gibt's hier noch was? Diese Donner. Schloss Dimitrescu ist wirklich das größte Gebiet. Schade, dass sie es zuerst gemacht haben. Eisenbergs Festung habe ich auch schon hinter mich gebracht. Das hier ist noch zu, aber irgendwie scheint hier alles nicht fertig zu sein. Morau ist auch hier durch. Ich glaube, es fehlt eine Kugel noch. Hier bei der Donner fehlt noch ein Kugellabyrinth. Frage ist nur, wo ist das? Würde ich gerne noch machen. Sorry, wenn ich jetzt nerve. Noch ein bisschen Backtracking mache, aber ich würde das gerne noch machen. Ich möchte da drüben einfach nochmal umgucken, ob ich da noch was, ob ich die Kugel vielleicht doch noch finde. Einfach weil ich diese Kugelrätsel sehr mag, also die gefallen mir. Das muss man einfach so sagen. Oh, das war der Duke. Ich habe ja gespeichert, da kann ich auch mal durchrennen wie ein Bekloppter. Okay, hier ist schon mal nichts. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind fürchtete meine Herrin die Begegnung mit anderen, wohl wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nun mit Angie, der Puppe, die ihr Vater für sie gefertigt hatte. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war eine wirklich angenehme Unterhaltung. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht von Mutter Mi. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht von Mutter Miranda zu erhalten. Donna gab mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzupflanzen. Es mag an den Pollen gelegen haben, aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab in die Erde einbrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donna gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihr Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was genau sie damit meinte, aber das war doch sehr nett von ihr. Och, Controller. Ja, drehen.
Zum Glück lade ich zwei Stück auf. Überladungsschutz. Immer abwechselnd. Zwei im Controller, zwei in der Ladestation. Die habe ich schon seit 7 Jahren. Die habe ich zusammen mit meinem 360-Controller gekauft. Ich will mal gucken, ob ich noch mal in das Haus kann. Oh Mann. Wunderbar. Da haben wir das auch schon. Super. warte mal, wo habe ich die jetzt gefunden? Hier, wo ich vermutet hatte. Und zwar war die Kugel hier drin. Da. Schön. Schön, dass es keine Gegner-Response gibt. Finde ich jetzt nicht schlecht. Kann man sich mal ein bisschen in Ruhe die Zeit nehmen. Aber gerne. Geflügel, das ist doch blöd. Sorry, aber warum habe ich so viel Wild, wenn ich kaum Geflügel habe? Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Heilung, Munition, Waffen. Ich verstehe nicht, wie man den ganzen Scheiß kriegen soll. Außer ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Ich glaube, ich weiß, was das sein soll. Es ist sozusagen so eine Art New Game Plus Geschiss. Wenn du alles haben willst, musst du es mehrmals spielen. Deswegen geben wir dir von einer Sache so viel, von der anderen so wenig. Wette ich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das die Intention da war. Irgendwie sowas. Oh, das kann natürlich auch sein. Ich habe am Anfang, glaube ich, retarded. Weißt du was? Wenn wir das durchspielen, spiele ich es privat einfach nochmal. Ganz entspannt für mich.
Und dann gucke ich dann nochmal nach. Es kann sein, dass ich am Anfang einfach viel zu viel verkauft habe, weil ich nicht wusste, was damit zu tun war. Umbrella. Ah, okay, ich verstehe. Alles nachgeladen. Sieht alles ein bisschen übertrieben gut aus. Noch zwei Dietriche, obwohl ich nicht. Am Anfang wusste ich nicht, wohin mit denen. Woher? Und jetzt weiß ich nicht. Am Anfang wusste ich nicht, woher. Jetzt weiß ich nicht, wohin. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Nein, Heisenbergs Fabrik. Ich traue dem Heisenberg nicht. So ein Grund haben, warum er mir den Scheiß überlassen hat. Ah, Ethan Winters. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen. Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Was soll das werden? Wir haben hier gespeichert, aber ich trau dem nicht. So ein ähnlicher Psychopath wie der Jake aus dem 7. Teil.